Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen bei Fighting Now. Ich hoffe, es geht euch allen gut da draußen. Am Mikro wie immer, euer Eduard. Kubrat Pulev äußert sich nun zu seinem Kontrahenten Anthony Joshua und ist der Meinung, dass Joshua für ihn mental zu schwach sei. Die nächste große Überraschung nach Andy Ruiz soll wohl auf uns zukommen. Am 12. Dezember ist es soweit. Dann steigt IBF, WBO und WBA Schwergewichtsweltmeister Anthony Joshua ein Jahr nach seinem Sieg im Rückkampf gegen Andy Ruiz Jr. wieder in den Ring und muss dabei gegen seinen Pflichtherausforderer Kubrat Pulev ran. Für Joshua ist ein Sieg natürlich so wichtig wie noch nie, denn vor der Tür steht ein potenzieller Megafight gegen Tyson Fury und da möchte man sich natürlich nicht erneut einen Ausrutscher wie schon gegen Andy Ruiz Jr. erlauben. Die Aussage vor wenigen Wochen war ja, wir dürfen nicht an Bananenschalen ausrutschen, ein Sieg ist Pflicht. Genau deshalb hatte Joshua eine dominante Performance angekündigt, er möchte Pulev überrollen laut eigener Aussage. Der 39-jährige Pulev, der in seinen 29 Kämpfen nur gegen Wladimir Klitschko verlor, sieht wohl einen klaren Vorteil auf seiner Seite. AJ mag zwar physisch im Vorteil sein, doch mental soll er zu schwach sein, denn in einem Interview sagte er über Joshua jetzt folgendes: Ich habe mir seine Kämpfe sehr aufmerksam angeschaut. Er hat einen guten Stil und ist ein guter Boxer, aber er hat bisher keine mentale Stärke gezeigt. Er hat die Skills, aber er ist mental nicht stark. Sowas kommt von innen, das liegt einem im Blut. Er hat es nicht. Ich weiß, dass ich mental stärker bin und meine Härte wird sich durchsetzen. Auch auf Joshuas Ankündigung, ihn überrollen zu wollen, hatte Pulev was zu sagen. Er muss das wohl von Andy Ruiz Jr. gelernt haben. Genau das ist ihm passiert. Wir werden sehen, wie es am 12. Dezember aussieht. Also, Pulev spricht Joshuas Niederlage gegen Andy Ruiz an. Klar, nach dieser K.O.-Niederlage werden jetzt einige Kämpfer gesehen haben, dass auch ein Joshua Lücken in seinem Game hat und auch durchaus verletzlich ist. Auch wenn Pulev als klarer Außenseiter jetzt in diesen Kampf geht und eigentlich nur der in Anführungsstrichen lästige Pflichtherausforderer ist, kann dieser mit nur einem Schlag die ganze Schwergewichtsszene durcheinander bringen. Wir haben es ja bereits im Andy Ruiz Jr. Kampf erlebt. Joshua übrigens kündigte ein Knockout in Runde 11 an. Knapp 3 Wochen sind bis zu diesem Duell übrig. Was ist eure Meinung dazu? Ist etwas an Pulevs Worten dran? Hat Pulev eine realistische Chance gegen Anthony Joshua? Ich persönlich rechne mit einer dominanten Performance von AJ. Was anderes kommt an dieser Stelle einfach nicht in Frage. Schreibt mir wie immer eure Meinung in die Kommentare. Like das Video, wenn es euch gefallen hat und abonniert den Kanal Fighting Now für noch mehr Videos. Vielen Dank fürs Zusehen und damit bis zum nächsten Mal.